Hallo Leute, willkommen bei diesem Slime-Video. Heute will ich mal diesen Glitzerkleber ausprobieren, ob man damit Slime machen kann. Den habe ich in einem Woolworth gekriegt für 1,49. Ja, und das sind 120 Gramm. Ja, und wenn man damit Slime machen kann, dann ist das auf jeden Fall ein guter Preis. Und wenn man nicht damit Slime machen kann, dann ist das immerhin noch ein schöner Glitzer, wo man dann mit einem richtigen normalen Kleber einen Glitzer-Slime zusammen mit dem machen kann. Okay, ich probiere das einfach mal aus. Erstmal mit einer kleinen Menge, damit ich weiß, ob ich noch extra Kleber brauche oder ob das funktioniert. So, ein bisschen Natron. Oh, es schäumt. Na, da wird es gleich mal Zeit für meinen pH-Messstreifen. Denn wenn es schäumt, kann das sein, dass das Natron mit irgendwas reagiert und das wäre dann sauer. So, mal gucken. Ja, also der Kleber ist höchstens ein bisschen sauer. Naja, 5. Also da braucht man vielleicht ein bisschen mehr Natron als sonst. Jetzt teste ich hier mal die Mischung. So, das ist auf jeden Fall hier im grünen Bereich, so Richtung Grün. Ich würde sagen knapp 8. Das ist also alkalisch. Von daher müsste es für Slime gehen, jetzt was das alkalisch und sauer angeht. Ob in dem Kleber PVA ist, weiß ich bisher nicht. Das werde ich sehen, wenn ich die Kontaktlinsenlösung dazu gebe. Dann nehme ich die normale Kochsalzlösung vom DM. So, probieren wir mal. Ja, also dieser Kleber eignet sich nicht, um den als Kleber für Slime zu verwenden. Der eignet sich höchstens, um ihn als Glitzer für Slime zu verwenden. Darum mache ich jetzt mal einen ganz normalen Slime mit normalem Kleber und tue den Glitzerkleber da als Glitzer rein. Okay, also, ich nehme jetzt etwa 100 Gramm Giotto Bastelkleber. Das ist ein PVA Bastelkleber, der, den ich besonders gerne immer nehme. Man kann aber auch einen beliebigen anderen durchsichtigen PVA-Bastelkleber nehmen. So, dann rühre ich das gleich mal rein, damit das verarztet ist. Dann kommt da ein guter halber Teelöffel Natron rein. Eher ein bisschen mehr, weil der Bastelkleber ja etwas sauer ist. Ja, man sieht jetzt hier schon durch die Kontaktlinsenlösung, die ich in dem Test drin hatte, Slime, das sogar schon ein bisschen. Jetzt rühre ich hier noch den Glitzerkleber rein. Okay, und jetzt rühre ich die Kontaktlinsenlösung rein. Okay, das slimet gerade nicht so gut. Darum teste ich nochmal den pH-Wert. Okay, das ist jetzt so ziemlich neutral, also bei 7 etwa. Dann mache ich noch ein bisschen mehr Natron rein. So, das dürfte jetzt so etwa ein Gramm sein. Ja, das langt gleich schon ein bisschen mehr. Aber ich glaube, ein bisschen mehr geht noch.
Also nochmal etwa 1 Gramm. Ja, warum habe ich da jetzt das Natron reingemacht? Weil die Mischung nicht alkalisch war und auf den Verdacht bin ich gekommen, weil die Kontaktlinsenlösung irgendwie nicht so richtig den Slime-Werdungsprozess angeregt hat. Und die Slime-Mischung muss alkalisch sein, damit ein Slime entsteht. Die Grundlagen, wie so ein Slime funktioniert, habe ich in einem Video erklärt, das ich euch hier verlinke. So, jetzt slimt das hier ganz ordentlich. Okay, dann lasse ich den mal eine Weile ruhen, damit sich die Zutaten gut miteinander verbinden können. Okay, jetzt schauen wir mal, wie der so geworden ist. Hier oben klebt er kaum noch. Ja, ein bisschen Kontaktlinsenlösung braucht er wohl schon noch. Jetzt knete ich ihn mal ordentlich. Jetzt ist der hier ganz schön, lässt sich gut breit ziehen, glitzert schön, glitzert halt eindeutig nur rot. Das ist jetzt kein Hologlitzer, sondern ein roter Glitzer, aber ich finde den auch ganz schön. Ist ein schöner Glitzerslime geworden. Und ich denke, wenn ich den ein paar Tage stehen lasse, dann wird er auch noch klarer. Und dann kommt das Glitzern noch besser zur Geltung. Okay, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen. Bezugsquellen zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal.